Vielen Dank und willkommen zu meinem Comeback-Video. Sicherlich fragt ihr euch, Tribble, wo warst du, warum hast du eine Pause gemacht? Diese Frage beantworte ich euch heute. Und außerdem erzähle ich euch noch, wie es jetzt weitergeht auf diesem Kanal. Also, warum habe ich eine Pause gemacht? Das lag daran, ich hatte verdammt Stress in der Schule. In einer Woche, da hatte ich halt zwei Arbeiten, zwei Tests. Und dann musste ich noch ein Filmprojekt schneiden und eine Deutsch-Buch-Review machen. Was beides nochmal 7 Stunden gedauert hat. Und das alles in einer Woche, das war verdammt stressig. Dann habe ich halt eine Woche lang mal ein Triple First Day ausgelassen. Keine Ahnung warum, ich glaube, ich bin nicht zum Produzieren gekommen. Und danach kam halt diese saustressige Woche. Und dann habe ich mir halt immer so gedacht, ah ja, ich mache mal eine kurze Pause. Weil ich habe halt auch keinen Bock mehr auf Minecraft. Also ich habe Bock auf Minecraft bauen, das könnt ihr vielleicht in nächster Zeit noch sehen. Aber ich habe keinen Bock auf Minecraft PvP und so. Und zocke auch privat kein Minecraft mehr. Auf jeden Fall habe ich dann halt das immer so vorgeschoben. Habe mir gedacht, habe drüber nachgedacht, was mache ich als Comeback. Wie krempel ich jetzt meinen Kanal um, dass es mir wieder Spaß macht. Und jetzt hatte ich halt ich habe jetzt Ferien. Erste Ferienwoche war ich jetzt weg. Und jetzt kommen wieder Videos. Also Fallout erwartet euch nicht. Minecraft auch nicht, warum kein Fallout? Fallout macht mir ja eigentlich noch Spaß, aber ich habe mit Fallout, ich musste meinen PC wegen Internetproblem neu aufsetzen. Und dabei ist dann halt mal mein ganzer Fallout-Account gelöscht worden, also ich müsste jetzt total von neuem anfangen und das würde überhaupt keinen Bock machen, da habe ich keinen Bock drauf. Deshalb kommt kein Fallout mehr. Und Minecraft, wie gesagt, habe ich einfach keinen Bock. So, was erwartet euch stattdessen? Mein Plan ist jetzt zum einen, solche kleinen Talk-Videos wie dieses hier zu machen, wo ich einfach nur ein bisschen rede über irgendwas, was mich gerade interessiert. Vielleicht mit ein paar kleinen Einblendungen, denn, also zum einen macht es mir einfach Bock, sowas, so einfach reden, fertig. Zum anderen, wenn man mal drüber nachdenkt, mein erfolgreichstes Video ist mein 500 Abo-Special, also mein erfolgreichstes Video in letzter Zeit. Und mein 500 Abo-Special war ja eigentlich genauso ein Video wie jetzt. Mit Gameplay im Hintergrund. Ihr könnt mir gerne sagen, was ihr von dem Gameplay haltet. Da habe ich hier CSGO Matchmaking. CSGO zocke ich in letzter Zeit nämlich. Also Mountain Blade zocke ich jetzt noch mehr. Darüber kommen auch noch Special Videos, Leute. Jetzt nichts über Special Videos reden, Tribble. Also auf jeden Fall CSGO Gameplay im Hintergrund. Könnt ihr mir sagen, was ihr davon haltet. Ich finde es zum Anschauen ganz geil. Find nur die Schwarz-Weiß-Blende ein bisschen langweilig, ein bisschen nervig. Jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, Tribble, großer Tribble, wie geht's jetzt weiter? Zum einen sind geile, große Projekte geplant. Da kann es aber noch ewig dauern, bis die losgehen. Also macht euch keine Hoffnung, das kann bis zu einem Jahr dauern. Was erwartet euch aber jetzt? Jetzt erwarten euch zum einen ein paar kleine Tribble Talks Videos. Und zum anderen erwarten euch Special Videos. Das kann alles Mögliche sein. Lasst euch einfach überraschen. Ihr werdet also alles, wo... Ich werde es auch nicht jetzt... Also ich mache vielleicht eine Playlist für Tribble Talks. Aber alles, wo halt Gameplay im Hintergrund ist und ich über irgendwas rede, das ist Tribble Talks. Und alles, was ein bestimmtes Thema anspricht, ist ein Special Video. Wann erscheint das Ganze? In welchem Abstand erscheint das Ganze? Das Ganze hat überhaupt gar keinen Plan. Ich habe keinen Plan gemacht. Weil ich Upload-Pläne zwar geil finde, wenn man Let's Play macht, aber wenn man so Videos macht wie das hier, dann braucht man einfach Ideen. Ne? Brauche ich feste Themen, dann brauche ich die Motivation, darüber ein Video zu machen. Und deshalb heißt es, dass es keinen festen Upload-Plan gibt. Ich nehme mir so als ungefähre Grenze alle 2 Wochen mal ein Video. Ihr werdet nicht mehr mit eurer Abo-Box gespammt. Könnt jedes Video anschauen. Jedes Video, in jedem Video steckt mehr Aufwand und Liebe. Auch wenn ich in meine Minecraft-Videos vor allem gegen Ende sehr viel Aufwand und Liebe gesteckt habe. Ja, das erwartet euch jetzt. Tribble Talks und Special Videos. Wenn ihr euch jetzt denkt, boah, Tribble Talks, das ist ja gar nicht meins. Weg mit der Scheiße. Klickt noch nicht aufs D-Abo, wartet vielleicht noch bis zum ersten Special-Video. Wenn es nicht euers ist, könnt ihr gerne deabonnieren. Kein Ding. Nein, Spaß, Leute. Wahrscheinlich ist es sowieso euer Ding, weil ihr diesen Kanal nicht für die Games abonniert habt, sondern für den Menschen, der dahinter steht, für den einzig wahren Tribble PDV. In der Tat. Vielleicht hört man es raus, ich bin noch ein bisschen verschnupft.
Ich habe nämlich zurzeit eine Erkältung. Außerdem habe ich mir ins Bein gehackt und meine Fäden werden bald gezogen. Vielleicht kommen dazu ein paar Triple Talks, wo ich über diese Stories dann rede. Ja, Leute, ihr könnt mir jetzt schreiben, was ihr davon haltet. Ihr könnt sowas in die Kommentare schreiben wie: Boah, geil, endlich bist du zurück. YouTube ist gerettet. Scheiß auf alle YouTuber. Endlich ist Triple wieder am Start. Ich habe mich übrigens umgenannt zu Triple von Triple LP TV. Triple LP TV ist so sperrig. Das finde ich scheiße. Aber ich muss ehrlich sagen, Triple ist mir zu kurz. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr Triple LP TV oder Triple besser findet. Schreibt mir in die Kommentare, dass ihr es geil findet, dass ich zurück bin. Bitte auch mit Begründung über dieses Triple-Thema. Namenthema. Vielleicht werde ich es wieder umbenennen, keine Ahnung. Und dann will ich nochmal einen Dank aussprechen an Gordon TV und Rick's G Roleplay Stube. Oh Scheiße. Irgendwas mit Stube. Rick's Stube. Sorry, dass ich deinen Namen nicht kann, Rick. Ich bin scheiße. Ich bin einfach mit dem Kopf gerade woanders. Die haben nämlich, wie auch einige meiner Freunde, mich gefragt, wo ich denn bleibe. Die haben mich vermisst. Und sowas ist toll, dass. Wisst ihr, vor einem Jahr, wenn ich da eine Pause gemacht hätte, dann hätte es keinen gejuckt. Und jetzt fragen sogar Leute wegen meiner Abwesenheit, obwohl meine Videos zumindest aus meiner Sicht scheiße waren. Denn ihr müsst euch immer die Frage stellen: Die Videos, die ihr produziert, würdet ihr das selbst anschauen? Und ich hatte wirklich am Anfang das erste Jahr, dass ich YouTube, was heißt das erste Jahr, das erste halbe Jahr oder so, dass ich YouTube gemacht habe, bevor ich angefangen habe zu cutten, da hatte ich immer so, da habe ich die Folgen nicht mal selbst geschaut, die fand ich so scheiß langweilig. Und habe trotzdem weiter YouTube gemacht. Und dann, als ich gecuttet habe, da fand ich es dann spannend, da habe ich das öfter in meinen Folgen selbst geschaut. Und jetzt sollen halt wirklich Videos rauskommen, bei denen ich mir sagen kann: Boah, das hat einen Qualitätsstandard. Da kann ich zuschauen. Das ist spannend. Das schaue ich mir gerne nochmal selbst an. Das ist was, was ich selbst schauen würde. Weil Leute, wenn ihr Videos macht, die ihr selbst super findet, dann werdet ihr auch eine Community haben von Menschen, die so drauf sind wie ihr. Und dann habt ihr eine geile Community. Geiler geht's ja gar nicht als Menschen, die so drauf sind wie ihr. So Leute, genügend Schwafel. Wahrscheinlich seid ihr sowieso fast alles keine YouTuber. Aber wenigstens habe ich euch mal ein paar Weisheiten weitergegeben. Leute, genügend geredet. Es geht ja in ein, zwei Wochen wieder kommt das nächste Video und jetzt wird die Abo-Box nicht mehr gespammt und die Videos, die kommen, da könnt ihr euch wirklich sagen: Boah, da kann ich draufklicken, das ist geil. Ein bisschen so wie bei Hand of Blood. Hand of Blood, wer ihn kennt, der hat vielleicht sein Video gehört, der hat jetzt auch sein ganzes Kanalkonzept umgeworfen und der hat nochmal genau das zusammengefasst, was so meine Emotionen waren. Da hat er auch dasselbe von wegen hingerotzten Videos. Also hingerotzt kann ich jetzt nicht sagen, weil meine letzten Videos, die waren echt super von Minecraft, aus meiner Sicht, Leute. Ich will jetzt auch nicht arrogant werden. So, wir sehen uns in ein, zwei Wochen wieder beim nächsten Video. Vielleicht ein Special-Video, vielleicht ein Triple Talks. Ich mache jetzt wahrscheinlich einige Videos. Ich habe viele Ideen auf Lager. Ich habe Angst, dass ich dann keine neuen Ideen bekomme und dass dadurch jetzt erstmal eine Welle an Videos kommt und dann Ebbe herrscht. Aber es wird schon klappen, Leute. Wir sehen uns dann irgendwann wieder. Bis dahin, ciao.